Nächsten Redner ankündigen den Kollegen Johannes Selle für die CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die Weltgemeinschaft steht vor großen Herausforderungen. 2050 werden voraussichtlich 9,7 Milliarden Menschen auf der Erde leben und davon 7 Milliarden in unterentwickelten Verhältnissen. Die Frage nach Sicherstellung der Versorgung und Schutz der Menschenwürde, nach sozialem Schutz und den Erhalt der natürlichen Grundlagen sind von einer nicht mehr zu übersehenden Dringlichkeit geworden. Unser Bundesminister hat gesagt, wir sind die erste Generation, die die Technik, die Innovationskraft und das Wissen hat, um eine Welt ohne Hunger zu schaffen, eine Welt in Frieden, ohne AIDS, ohne Tuberkulose. Aber wir sind auch die erste Generation, die durch ein Weiter-so den Planeten an den Rand der Apokalypse führen kann. Für uns in Europa ist inzwischen auch der Migrationsdruck heftig zu spüren. Man schätzt, dass über 200 Millionen in Afrika bereit sind, die Heimat zu verlassen. Das geflügelte Wort, überall ist es besser, als hier zu krepieren, in verschiedenen Variationen, macht die Runde. Gott sei Dank hat ein weltweites Umdenken begonnen. Das Jahr 2015 hatte eine neue Dynamik in die internationale Politik gebracht und kann als Meilenstein gar nicht überschätzt werden. Die Finanzierungskonferenz in Addis Abeba, den UN-Gipfel in New York mit der Agenda 2030 und der Klimakonferenz in Paris. Ein großer Sprung gelang, denn globale Partnerschaft wird verknüpft mit dringlichen Klimathemen, sozialen Fragen, nachhaltiger Finanzierung und Stärkung privater Investitionen. Die Agenda 2030 kommt vielleicht gerade noch rechtzeitig. Wirtschaftlichen Fortschritt, soziale Gerechtigkeit und ökologische Grenzen gut miteinander zu verbinden. Es sind Rahmenwerke entstanden, die auf Umsetzung warten. Deutschland hat sich in New York verpflichtet, aktiv in der Gruppe der 8 Vorreiter bei der Agenda 2030 mitzuarbeiten. Deutschland unterstützt die EU-Investitionsoffensive External Investment Plans. Wir gehen voran mit dem Marshallplan für Afrika und über das Finanzministerium mit den Compacts für Afrika für den G20-Gipfel. Deutschland stellt sich wahrlich der Verantwortung, und das erkennt die Welt auch an. Sie schreiben das ja selbst in Ihrem Antrag und geben zu, dass das Bundeskabinett da kohärent arbeitet, einschließlich der Bundeskanzlerin. Und das erleben wir ja, den größten Zuwachs im BMZ-Haushalt. Und wir halten als Regierung und als Koalition am Ziel der Oderquote von 0,7% fest. Das kann noch nicht einmal die Opposition kritisieren. Das wichtigste Ziel bleibt die Bekämpfung von Armut. Und die Armut wird am besten bekämpft durch gute Arbeitsplätze. Und gute Arbeitsplätze brauchen Investitionen. Und gute Arbeitsplätze brauchen die private Wirtschaft. Ich will ausdrücklich hervorheben, dass das der Antrag der Grünen nicht infrage stellt. Dieser Antrag passt eigentlich genau in die Aufbruchstimmung. Man merkt ihm an, dass Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden sollen. Man merkt ihm an, dass er den Partnerschaftsgedanken unterstreicht. Transparenz und Kontrolle sollen Fairness und Nachhaltigkeit sicherstellen. Ich finde auch den Bezug passend, die nationalen Entwicklungspläne zu berücksichtigen, die allerdings oftmals nicht in der Qualität vorhanden sein dürften, wie es im Antrag vorausgesetzt wird. Diese herzustellen, helfen wird zu den Aufgaben gehören, auf die wir uns einstellen können. Denn es soll ja gezielt, systematisch und nachhaltig gefördert werden. Ich kann auch gut verstehen, dass keine Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge stattfinden soll. Das sollte weitestgehend beachtet werden, aber so kategorisch schließen wir für uns selbst das nicht aus. Schließlich werden defizitär geführte öffentliche Krankenhäuser der Daseinsvorsorge privatisiert, um die Kommunen von Kosten zu entlasten. Ebenfalls sind Standards für internationale Steuerpolitik sehr wünschenswert, sollten angestrebt werden, aber keine notwendige Voraussetzung sein. Wir erleben das ja unter den entwickelten Ländern.
die zwar fehlende Standards beklagen, aber nicht hinbekommen. Im Kontext von Brexit wird da schon bereits wieder gedroht. Auch die Investitionsplattformen finde ich sinnvoll. Diese sollten nicht nur auf mögliche Finanzierungen verweisen, sondern auch auf mit den jeweiligen nationalen Entwicklungsplänen abgestimmte Erfordernisse und damit auf Investitionschancen. Unsere Zustimmung findet der Vorschlag, zunehmend Investitionen in Lokalwährungen möglich zu machen, ein Schwerpunkt, den die KfW in der Anhörung benannt hat. Die KfW hat gerade einen afrikanischen Fonds mitbegründet, der regionale Wertschöpfungsketten und die Steigerung der Nahrungsmittelproduktionen in lokaler Währung unterstützen soll. Der Antrag ist voll von Regulierungen und Kontrollen. Da wir uns auch an gezielt kleine Unternehmen wenden, ist ja auch Inhalt des Antrages, will ich darauf hinweisen, dass das auch für solche Unternehmen passen muss. Ich denke da an eine Fischzucht und eine Korbflechterei, mit denen ich es gerade jüngst zu tun hatte. Und ich möchte nicht, dass bei allen einzuhaltenden Vorschriften der Unternehmer und Investor sein eigenes Ziel nicht mehr sieht und seinen Weg nicht verfolgen kann. Auch bei dem rigorosen Verzicht auf Förderung, wenn fossile Energie im Spiel ist, muss differenziert werden. Wirkungsgradsteigerung und Verlustreduzierung würden bei bestehenden Anlagen nicht mehr möglich und würden eher klimaschädlich wirken. Im Ausschuss haben wir mehrfach das Thema Datenschutz bei Investitionen behandelt. Da geht auch der Antrag wieder vollständig undifferenziert vor. Diesbezüglich muss Sicherheit ebenso gewährleistet sein, damit uns bei unserem Vorhaben die Investoren nicht ausgehen. Die kategorische Ablehnung von Schiedsgerichten verkennt, dass diese gerade in Entwicklungsländern mit schwierigen Rahmenbedingungen und nicht ausgeprägten Rechtsstaat notwendig sind, um das Interesse eines Investors aufrechtzuerhalten. Der Antrag adressiert wichtige Themen. Wer ihn allerdings unvermittelt liest und die sinnvollen Vorschläge aufnimmt, hat den Eindruck, die Bundesregierung hat geschlafen. Vieles von dem, was gefordert wird, ist Standard und lang geübte Praxis. Ich würde hier eine sorgfältigere Abgrenzung empfehlen. Grund dafür gibt es genug. Deutschland ist nämlich nicht nur Vorreiter, sondern für viele Länder auch Vorbild. Das alles werden wir hoffentlich konstruktiv im Ausschuss im Detail besprechen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.